Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad. Wir schauen uns heute die Karte Bad Friedrichshall an und die hat einen 24-Stunden-Fahrplan. Obwohl da oben steht 17 Stunden, 26 Minuten. 232 Züge und es ist soweit der Realität nachgebildet, bis auf Zugtrennung von der S41 und S42 und ja, alles soweit vorhanden. Wir werden natürlich nicht den ganzen Fahrplan spielen, sondern ich werde es nur ein bisschen anspielen und dann könnt ihr euch das dann im Workshop dann selber holen und dann gegebenenfalls den ganzen Tag lang daran spielen. Schauen wir mal, was die Karte so kann, ob sie gut ist oder ob sie weniger gut ist und das ist soweit die Übersicht. Muss ich jetzt gerade schon mal ein Foto machen. So, da, die S24, Heilbronn, Kaufland. Kommt rein und möchte nach Neckarsulm Süd, Gleis 1. Kommst du in Neckarsulm, Gleis 4. Neckarsulm Mitte, Gleis 1. Fährt einmal so hier nach unten. Nord, Gleis 1. Bad Friedrichshall, Kochendorf, Gleis 1. Eigentlich, glaube ich, können wir... So, wir nehmen das einmal rückgängig, das da. Glaube ich, können wir als Wiederholer hier machen. Das dürfte eigentlich immer gleich bleiben. Schauen wir uns die nochmal an. Also ist das Kocheldorf, Bad Friedrichshall Hauptbahnhof, Gleis 5. Gleis 5 ist hier unten. Machen wir es mal bis dahin. So, Moosbach, da haben wir Binau-Anschluss, Gemeinde Factory. Was? Das ist Gemeinde? Okay. Südzuckerplant. Also wenn wir auch Güterzüge haben. Und was? Sülmertor. Ja, gut, dann geht die Vorstraßen. Ah, okay. Ja, ich bin ja noch überhaupt kein Fan von diesem neuen Interface, was jetzt mit dem Update 12 gegeben hat. Bin da wieder eins zurückgegangen, mir gefällt das hier so viel besser. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwo Geschmackssache. So, vorspulen. So lange hier nichts passiert. Wobei, jetzt ist es in der Früh, dürfte jetzt so langsam Rush Hour dann werden. Eine einzige S-Bahn. Die ganze Aufmerksamkeit von mir gilt nur dir, jetzt nicht mehr. Was bist denn du? Die S10, die möchte nach Moosbach Westgleis 2. Gehen wir davon aus, das meiste wird eh immer so runterfahren. Da bin ich schon mal automatisieren. Das auch. Und dann Neckarsulm Gleis 3. Dann geht es weiter nach Binau. Automatisiert. Perfekt. Müssen wir uns nicht um das kümmern. Und fast vorbereitet. Aha, da kommt der nächste. Audi Plant. Du willst nach Binau Gleis 1. Moment mal, da steht da erst. Der steht da bis 10 Uhr. Ja, dann bleib du erstmal da oben stehen. Okay, ja. Wieder der Stundenfahrplan. Wo bist eigentlich du später hin? Bad Wimpfen im Tal Gleis 1. Und das war's dann. Alles klar. Läuft bei dir jetzt gleich der Timer? Ja, ist sehr geil. Okay, ja, fast forward bitte. Ich frag mich, was die Rekordzeit für hier wäre. Neckarsulm Gleis 1 hättest du gern. Machen wir hier schon auch mal automatisch.
lassen wir mal so auf Gleis 1. Wenn es mal ändern sollte, dann muss anpassen. Neckarsulm bleibt da stehen. Bad Friedrichshall, Hauptbahnhof Gleis 5. Gut, dann fährst du mal. Ich glaube, das können wir auch automatisieren. Das müssen wir da auflösen, wenn wir es halt anders brauchen. Zeig nochmal dein Ding. Bad Wimpfen im Tal. Der fährt genau die gleiche Strecke. 5. Und so. Alle Fahrstraßen gemacht. Naiso. So, verspulen. Was? Verspätet? Habt ihr doch sauber geschickt? Lol. So eine Gemeinheit. Schauen wir mal an, was der für Geschwindigkeiten. Ach man, ich wollte mir die Geschwindigkeiten anschauen. Jetzt kommt ausgerechnet da einer rein. Du bist auf Gleis 6. Du kommst so, dann machen wir das halt so. Sonst noch einer? Nö. Sind wir mit 80 unterwegs. So, da bist du nach Kochendorf, Gleis 2. Von dort aus geht es nach Neckarsulm Nord, Gleis 2. Aber auch das können wir hier permanent machen. Und Neckarsulm Gleis 5. Wo will jemand rein? Hier will jemand rein. Ah, Neckarsulm Gleis 2. Und dann Mosbach West. Wo ist das? Ach, der fährt nach da oben. Okay. Mosbach West Gleis 1. Mach ich Baden. Und fährt. Ah, warte mal, Mosbach West 2. Das müssen wir hier mal so machen. Oh, lädt Klo. Einer, der wendet. Nächster Zug. Und wo? Und da. Auf Neckarsulm Süd 1. Und Gleis 4. Und fährt Bad Wimpfen. Okay. Das kann ich jetzt hier mal zurücknehmen. Und das muss ich auch zurücknehmen. Weil der dann hier runter will. Und dann kann man das auf die 5 wieder einstellen. Boys. Okay. Vorwärts mit dir. Im Hauptbahnhof willst du dann später auf. Auf die 5 mal wieder. Oh, da kommt die nächste S-Bahn. Signal wegnehmen. Mosbach West Gleis 2. Und hier unten auf Gleis 3. Und dann fährt er auch wieder da drauf. Ein paar Mal. Okay, das wird interessant. Einmal S-Bahn-Verkehr. Ich würde dich auch gern wegschicken, aber ich darf leider nicht. So, die beiden sind unterwegs. Du fährst dann auf die 2. Du fährst dann hier auf die 3.
Das habe ich eingestellt. Perfekt. Ein RI10 fährt hier auf Gleis 2. Wartet, die soll Hauptbahnhof Gleis 5. Alle auf die 5. Naja, warte mal. Das machen wir jetzt anders. Hier ist es EA wieder gleich. Also schön wiederholend. Bis dahin. Gleis 5 fährst du dann. So. Wärst du erst auf Gleis 5? Die S-Bahn. S-Bahn, du fährst dann nach Bad. Das Ding da. Okay. S-Bahn fährt zuerst da rein. Alles klar. Und dann du auf Gleis 5. Mit dir darf ich nicht vergessen, dass ich dann Wenden einstelle. Eigentlich bei beiden. So, Wenden. Okay, Wenden ist aktiviert. Nice. Warum Verspätung? Ah, das ist doch doof. 8 Minuten steht der jetzt hier. Musbach, Western, Gleis 1. Wie lange stehst jetzt du hier? 8 Minuten. Ich gebe dir dann trotzdem schon mal hier den Weg. Und dir auch. Nur damit ich safe bin. Esper ist unterwegs. Neckars Ulm 5. Und dann geht's bei dir... Süd 2. Kaufland 2. Geil, der ist fertig. So, hier machen wir wieder dauerhaft in die Richtung. Ich glaube, so ganz optimiert ist der Fahrplan nicht. So, bitte einfahren, der fährt Neckars Ulm Gleis 1, Bad Friedrichshall Hauptbahnhof Gleis 2 und fährt noch dann da oben hin. Alles klar. So, auch wieder. Wer kommt hier? Neckars Ulm Süd, Neckars Ulm Gleis 4. Alles klar, wie kommst du? Er fährt dann als erstes weg. Er da oben. Machen wir das mal kurz zu einer einmaligen Sache. Weil du... Ach so, ne, Moment mal. Neckars Ulm Mitte Gleis 1 wieder zurück. Ne, Mitte Gleis 1 und dann fährt er auf Nord. 1, wo tust du... Ach, du machst überhaupt eine Tour. Alles klar. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen hier. Bei dir war es... Bad Friedrichshall Hauptbahnhof 2. Einmal so, einmal auf die 2. Und von der 2 ging es auf 1. Okay. Perfekto. So, die zwei Kollegen fahren jetzt auch wieder unter. Ganze Aufwand für 24 Stunden hier den Fahrplan nachzubilden. Da hat jemand Freizeit. So, du fährst dann auf die 3 und auf Binnau. Geil. 3 und Binnau. Und du wirst nochmal wenden.
Schauen wir mal. Bad Friedrichshall Hauptbahnhof 2. Und 2 geht es dann Offenau. Wo ist das? Ach, der fährt hier runter. Das heißt, du bist vermutlich in Müßbach wenden, oder? Ah, Musbach. Musbach. Neckarsalz und dann wieder Moosbach West. Der fährt hier. Der fährt hier einmal so rum hier rauf und dann wieder Retour. I see. So, du dann da runter. Ah, wow. Ich schau mal an und gebe kein. Wenn denn, und du fährst dann auf Moosbach, Neckarsal. Ah, was? Neckarelz 2. Ich und Aussprache. Du, Kollege. Neckarsulmgleis 2. Und Sulmator Gleis 2. Okay, kriegen wir hin. Fährst du einmal so. Da auf Gleis 2. Und dann so. Erledigt. Barstraße noch da. Bitte schön. Du bist auf Gleis 6. Ja, bekommst du von mir. Fährt dann schlussendlich zum Kaufland. Der fährt nach Moosbach Baden, der fährt nach da oben. Du würdest gerne auf Gleis 3 fahren. Und da auf die 1 und dann so weiter. Alles klar, schön. Lass mal ganz kurz schauen, wenn du dann Hauptbahnhof bist. Auf Gleis 2. Also die sollen Hauptbahnhof Gleis 2. Und danach Offenau Gleis 2. So, hier können wir auch Dauerwiederholer machen. Bis hierhin vorerst mal. Und auch du wirst dann einmal wenden. Oh. Südzucker bleibt noch ein bisschen stehen, will dann aber nach Sulmator, nach da oben. Sollte man irgendwo reinquetschen können. Kocherfeld 2. Du fährst dann ja im Kaufland. Neckarsulm mit Neckarsulm Gleis 5 und dann Süd. Ja, okay. Der 40, 48, der fährt dann gleich mal weg. Dann gebe ich dir das da schon mal. Bitteschön. dich, Kollege. Also 20 Minuten. Ja, kann ich ja eh nicht machen. Du tust wenden. Perfekt. Nach Untergriesheim fährt der. Wo ist Untergriesheim? Ach, das ist da. Halt, aber Wiederholer. Dankeschön.
So, Ausfahrt nach dahin. Viel Spaß. Dem musste ich jetzt, glaube ich, nichts mehr beachten. Nee, du bleibst auf 2 nur kurz stehen. Nice. Alle haben sie hier Verspätung. Noch ein Frachtzug. Wo bist denn du hin? Sülmertor, Gleis 2. Einmal die ganze Strecke. Ja, dann da, rein mit dir. Momentan habe ich nur ganz gut Platz. So, schauen wir mal. Da haben wir mal auflösen müssen. Ah, nein, müssen wir nicht. Mitte Gleis 2, dann Gleis 5, 2, 2. Zug erledigt. Warum habt ihr alle Verspätung? Ach, 2:50 ist es gerade jetzt. Oder soll das die reale Verspätung werden nachbilden? Ich weiß ja nicht. So. Du wirst dann hier Gleis 2 runterfahren. Und dann Moosbach West. Warum die 2? Warte, die 3 nicht besser? Aber gut, ich geb's dir mal, wenn du das so haben willst. Hauptbahnhof Gleis 2. Bitteschön. Und dann hier auf die 1. S42 mal wieder. Mit Endziel Bad Wimpfen im Tal. Da fährst du wieder über Gleis 5, oder? Ja, natürlich. Und hier vorne Gleis 4. Ja, genau. Kann ich da meinen Wiederholer wieder wegnehmen? Gleis 4 nach da. Bist du... Oh, der fährt nur 80. Werde ich das bereuen, dass ich den jetzt da schon reinschicke? Vermutlich. So, weiter geht's. RE801. Oh, einmal was von da oben. Einfahrt auf Gleis 3. Sülmertor fährt er dann. Kein Problem. Viel Spaß da oben. So, 12 Minuten habe ich bei dem noch. Das da oben ist jetzt auch perfekt ausgegangen. Minuten noch. Er klopft. Wo klopft? Da klopft. Oh, geil. Das ist einer, der nach Binau dann rausfahren will. Südle. Bitteschön. Hier hättest du gern Gleis 3. Und dann so. Viel Spaß. Und der Kollege möchte dann geradeaus hier fahren. Überschaubar. Momentan so als FDL. Okay, die zwei sind da direkt hintereinander. Drei Minuten mischt er hier weg.
glaube, den schicke ich erstmal dann hier nach oben, das erste. Weil ich mit dir nicht ausweichen kann. Ja gut, da oben theoretisch. Aber da dauert es ein bisschen. So, machen wir das mal schnell. Du bist auf die 2. So, viel besser. Und dann Moosbach West. Okay, okay, okay. Da bleibt hier nur stehen, hat noch eine SBL. Ich glaube, ich kann dir das schon mal geben. Einmal so und dann fährst du mal nach da. 10,51. Das ist da schon, glaube ich, mit einkalkuliert, dass du irgendwo stehen bleibst. Den, ja, der fährt nach Kaufland, also müsstest du eh den hier mal abwarten. Und der andere Güterzug 10,47. Da glaube ich, möchte auch mal hier kurz warten. 80, 80. Bei dir, glaube ich, kann ich schon mal sagen, wenn denn. Wenn noch mal hier, RE10. Neckars Ulm Gleis 1 haben wir drin. Bad Friedrichshall Hauptbahnhof Gleis 2. Oh, ich hätte es fast vergessen. Du bist hier Gleis 5 und Wimpfen im Tal. Und dann Gleis 2. Oh! Weißt du was? Ich hätte mir das jetzt anders überlegt. Du musst hier auf Gleis 6 fahren. Bleib's nochmal stehen. Unter Griesheim. Auf Gleis 3. Immer her damit. Ja, Strafen kriege ich bei dem eh nicht. Drei Güterzüge könnte ich hier mal parken. Temporär. Du bist aber auch eine interessante... Achso, ja gut, das sollen einfach dann zwei Triebwagen sein. Hey, du bist jetzt da. Du bist nach Moosbach West und nach Baden und dann fährst du wieder runter. West und Baden, Gleis 2. Mach mal das so. So, mein Junge, du kannst mal losfahren und du fährst von da dann... Da, hätte ich jetzt mal gesagt. Wobei... Ja doch, ich glaube, das geht sich aus. Du kannst schon mal bis dahin, du bist nach Kochendorf Gleis 2 und dann fährst du zum Kaufland, sprich in Neckars Ulm 5. 5, 2, 2. Perfekt. Oha, du bist nach Arcelo Stahlhandel. Du bleibst eh jetzt noch ein bisschen stehen.
Ach, der will von da. Okay, das heißt, ich muss da mal ein bisschen hin und her rangieren. Coole Sache. Ein bisschen Abwechslung. Geil, das ist sich gerade noch so ausgegangen. Du fährst dann nach da unten. Kein vergessen. Audi-Zug, wie lange du noch? 50 Minuten. Shit. Ja, da muss jetzt warten. Ich kann ich jetzt nicht annehmen. Ist ein bisschen nervig, dass er mir hier da das Symbol hier anzeigt, obwohl er eh noch nicht wegfahren kann. Gleis 2 kommt demnächst jetzt eh nix. Das schicke ich vielleicht doch gerade hinterher. Wärst du einmal so? Geht nicht, Spiel. Ja, jetzt gehen wir Verspätung. Deutsche Bahn wird einmal simuliert. ja, komm mal los. Ich glaube, ich werde das bereuen. Ich werde das bereuen. Jetzt bleibt er da auch noch stehen. Wo sind die anderen? Hier haben wir noch. Du fährst dann wieder nach da oben. Da fahren da irgendwie viele hin. Da ist 2. Und dann hier nach oben. Bitteschön. Komm, mach den. Oh, scheiße. Jetzt kommen sie. Genau dann, wann ich halt losgeschickt habe. Bist auf Gleis 4. Kannst du haben. Wo ist der ICE? Ja, da muss jetzt auch warten. Der will nach Sülmertor. Geil, da wo ich jetzt meinen Gütersuch hingeschickt habe. Nice, nice, nice. Komm, mach Platz. Nickers Ulm Gleis 2. Fuck. Ja, das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. Kollege. Sie haben da einen Güterzug vor sich. Ja, ich hab's vergangen. So, du bist nach Binnau. Das haben wir so. Ja, das war eine doofe Idee. So, der Zug kann jetzt auch mal raus. Du musst auf Gleis 6. Schieße, schieße, schieße. 6 Minuten. Oh, ICE kann jetzt mal rein. Der fährt dann... Ich glaube, du wirst den einmal hier umfahren. Fährst dann einmal so und so. Sorry, ICE. Ah, du bist dann auf die 1. Interesting. Das auch schon mal einstellen. Wenden bei dir nicht vergessen. Du fährst dann so und zum Schluss auf die 3. Ja, tricky. Wann müsstest du um 9:21? Ja, nee, das geht sich nicht mehr ganz aus.
Kommt nicht für Gleis 3 eigentlich hinzu? Nee. Das heißt, ich kann den Gütezug dann wenigstens auf Gleis 3 mal kurz zwischenparken. Erst dann hier mal so rein. Dankeschön. Damit ein bisschen was Schnelleres vorbeifahren kann. Ach so, ja, wegen Gütezug. So, ICE 320 eingestellt. Wird er wohl hier aber, glaube ich, nicht schaffen, oder? Hättest du... Nee, doch. Zwei war planmäßig gewesen. Ich hätte dich eher bei der... Ja, auf die 3 reingeschickt. Dann hätte der ICE jetzt vorbeidüsen können. Oh, Neckar Salz. Wo möchtest du hin? Du fährst dann Neckarsulm mit dem Neckarsulm Gleis 5. Der macht das, was der andere da auch macht. So, kannst du hier schon mal reinfahren dann. So, und dann können wir das Manöver mit ihm hier machen. Perfekto. Hier auf Gleis 2. Neckarsulm Gleis 2. Siehst du? Jetzt kannst du ihn überholen. Ja. Und tschüss. Und dahinter kann von mir aus der Güterzug dann gerade fahren. Weil es soll sich ausgehen, dass der dann weg ist. Und der ICE dann nonstop fahren kann. Weil andererseits, ich könnte den zweiten vielleicht auch nochmal wegschicken. Ja, mal gucken, inwiefern frei ist. Du fährst 80. Es wird sich sogar ausgehen, dass zwei gleich schnelle hintereinander fahren. ICE, wie schnell fährst du? 120. Okay. Neckarsulm Mitte. Oh, 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 Entschuldigung. Der fährt dann Bad Wimpental. Du fährst dann hier weiter. Dankeschön. So, jetzt können wir dich da machen. Bei dir dann bitte einmal wenden. Und du bitte auch wenden, du bist jetzt dann wieder auf die Gleis 3 hier. Wo bist du hin? Du bist wieder nach da oben. Mensch. So, dann fährst du dann so runter und du auf die 3. Oder? So war die 3. Ja, okay. Mache ich das nicht? Komm, wir machen das jetzt. Nachdem ihr gleich schnell seid. Und da ist der ICE. Noch hat er ein bisschen. Am Hauptbahnhof. Och ne, der fährt einfach durch. machen wir über die 6. Dann so. Und dann so. Salzwerke. Spannend, was es hier so alles gibt. So, du dann da oben rein. Dann wäre das erledigt. Wo möchtest du hin? Auf Gleis 5. Und dann wieder den hier, ne? Für Kaufland. Ja. Keine Schleichwerbung hier. Genau, Gleis 1. Bitteschön, Ausfahrt wäre auch für dich dann schon gemacht.
Wer klingelt von da oben? RB 1804, Neckarsulm Gleis 1. Gleis 1 ist ja eh schon drin. Wort nach Untergriesheim. Das ist da. Kollege, du bist Gleis 5. Einmal so und Gleis 5 und Bauer Wimpfenthal. Kommt da davor noch mal was raus? Ja. Der, was hier rauskommt, der möchte dann auf Gleis 6. Dann stellen wir das mal zuerst ein. Ja, ich glaube, das geht sich aus mit dem ICE. Wird immer noch 120. Ja, ich glaube, ICE ist jetzt da unten, der hat dann hier nur noch die SBL. Nee, den werden wir mal überholen lassen. Dann fährt der auf Gleis 3 rein. ICE fährt dann auf die 2 und dann so. Müsste nicht aufgehen. Okay, fast forward. Und die nächsten. Er will wieder auf Gleis 4. Bitteschön. Wer steht vor Rot? Gleis 5. Warum bist du vor Rot? Ah, weil die Fahrstraße da. Sorry, ICE hat Vorrang. Den hätte ich auch ein bisschen anders schicken können. Oh, nur 40 im Bahnhof. Ja, macht irgendwie, also ein bisschen weich im Bereich. So, er kommt jetzt da unten an, gedüst. Ja, ich denke, da kann man schon ein bisschen Spaß haben. So ein bisschen auf den Tag verteilt. Also ich würde natürlich jetzt hier das nicht am Stück spielen, sondern halt immer wieder mal so ein bisschen und dann speichern und dann wieder weiter. Und dann irgendwann schauen, dass man fertig wird und dann Highscore irgendwie teilen. Hat was die Karte. Klar ist ein bisschen wiederholen an gewissen Stellen, aber so ist er dann auch in der Realität. Aber ich glaube, man hat hier ganz gut Optionen. Ja, da habe ich jetzt schon wieder Punkte abzukriegt. Wegen Signal. Ja, doch. Ich glaube, das ist dann soweit halbwegs realitätsnaher Tag, so wie ich das jetzt mal einschätzen kann. Hat was. Was ist denn eure Meinung zu der Karte? Werdet ihr das auch vielleicht selber spielen? Werdet ihr den sogar komplett fertig machen, den Fahrplan? Schreibt es in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Das war's mit mir. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.